Hi zusammen und herzlich willkommen hier zum Cash-Stuffing heute für den Monat Juni. Ich freue mich. Jetzt kann der Monat richtig losgehen. Und ja, es gibt gute Neuigkeiten insofern, dass ich ja bei der Budgetplanung meine Einnahmen oder mein Gehalt geschätzt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt die Gehaltsabrechnung noch nicht hatte. Und ich habe mich verschätzt, aber es ist gut ausgegangen. Also ich habe ein bisschen mehr, ich konnte ein bisschen mehr von der Bank abholen, was schön ist. Somit ist auch ein bisschen mehr zum Verteilen da. Und genau genommen sind es 570 Euro, die wir bar verteilen. Genau, 570 Euro. Das korrigieren wir dann gleich auch nochmal in dem Buch. Und dann schauen wir doch auch mal, ja, was ich dann jetzt letztendlich wo verteile. Da nehme ich mir dann nochmal den Binder dann auch, gucke nochmal genau, was jetzt wo drin ist. Ich habe ja, falls ihr, wenn ihr öfter zuguckt, wisst ihr, dass ich immer gerne so gerade Zahlen habe oder zumindest ja, keine krummen Summen in dem Binder. Ne? Also so 55 Euro würden mich total nerven, wohingegen 50 Euro dann wieder in Ordnung wären. Ja, und von daher schauen wir mal, ob wir da irgendwo noch ein bisschen was reinpacken können, dass wir da was aufrunden können. Ich habe ja jetzt auch, ja, ich sag mal, noch den Friseurtermin. Ich nehme das Ganze jetzt hier am Sonntag auf, am 2.6. Das heißt, wenn ihr das seht, war ich schon beim Friseur. Da wandert dann auch das ganze Geld dann daraus, was ich da jetzt reingesteckt habe. Von daher, ja, ist das dann auch schon direkt wieder weg. Aber gut, dafür ist es ja da. Na, und 5 Euro sind noch dabei. Die sind von meinem Vorratsbudget letzten Monat übrig geblieben. Und die will ich dann auch einfach ja, halt irgendwie in eine Challenge reinpacken oder mitverteilen. Da gucke ich gleich mal, wo das genau hinkommt. So hatte ich mir das jetzt vorgenommen, falls da was übrig bleibt, dass ich das nicht mit in den nächsten Monat nehme, sondern dann halt einfach wegspare. Und genauso ist das mit Kleingeld. Ich habe jetzt mein Portemonnaie leer gemacht, das ganze Kleingeld herausgenommen. Da ist auch Pfand mit dabei. Wie viel jetzt Pfand das war, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt nicht separiert. Ich habe das immer einfach ins Portemonnaie reingeschmissen. Auch das vom Taschengeld, was halt jetzt übrig geblieben ist vom letzten Monat. Und vom Vorrat, weil alles, was so Centbeträge sind und so, habe ich dann halt in so ein gemeinsames Fach dann ins Portemonnaie getan. Das habe ich jetzt leer gemacht. Und das Kleingeld würde ich dann jetzt auch einmal zusammen mit euch zählen. Da habe ich ja so eine kleine Kleingeld-Challenge in dem Challenge-Binder. Und genau, da gucken wir mal, wie viel das ist. Und dann würde ich das hier einfach, dieses Kleingeld hier in diese Spardose packen. Weil so im Binder das zu haben, mag ich jetzt nicht so gerne. Mal gucken. Genau. Ja, dann würde ich doch mal sagen, legen wir doch mal los und ja, verstopfen mal ein bisschen Geld in die einzelnen Kategorien. Und ja, da freue ich mich immer am meisten drauf. Oder nicht am meisten, ja, aber es ist so ein Highlight in der bei der Umschlagmethode, das Geld in den einzelnen Kategorien zu verteilen. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zum Cash-Stuffing. Man sieht schon. Genau, so, wir haben ein bisschen was zu korrigieren, bevor wir loslegen, das Geld zu verteilen. Und zwar habe ich Einnahmen gehabt, ich runde das, in Höhe von 2.845 Euro und somit konnte ich von der Bank abholen 565 Euro. Die wir hier verteilen können. Plus 5 Euro habe ich hier noch zusätzlich, weil die vom Vorrat übrig geblieben sind. Habe ich die jetzt hier drin? Ja, ich glaube schon. Doch, die sind hier mit drin. 5 Euro zusätzlich, weil die vom Vorrat halt übrig geblieben sind. Die kommen dann auch gleich irgendwo mit rein. Da schaue ich mal. Und dann würde ich sagen, legen wir doch mal los und schauen mal, wo ich jetzt was verteile. Ich habe hier übrigens jetzt, wir zählen mal eben ganz kurz durch, schon 2,50er in mein Portemonnaie gepackt. Einmal 50 Euro fürs Taschengeld und einmal 50 Euro für den Vorrat. Das heißt, das müssten jetzt hier 465 Euro sein.
mal 100, 200, 300, 6, 8, 10, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Genau, das passt. Jetzt haben wir hier 470 Euro. Wie gesagt, 100 Euro sind schon weg. Einmal 50 Euro Taschengeld, einmal 50 Euro Vorrat im Portemonnaie. 5 Euro sind es mehr wegen dem Vorrat, was für Vorratsbudget, was halt letzten Monat übrig geblieben ist. Okay, so, dann können wir jetzt verteilen 470 Euro. Und dann gucken wir mal. Also, was wir auf jeden Fall machen, sind 40 Euro für Weihnachten. Nehmen wir mal direkt den Binder, weil das kommt ja wirklich jeden Monat. Heute ist der 2.6., wo ich das aufnehme. Dann schreibe ich den auch auf. Plus 40 sind wir dann bei 280 Euro. So, ich lege das hier mal ein bisschen vernünftiger hin, das Geld. Ich habe jetzt nicht so ein Ding, wo man das irgendwie drin stapelt, weil ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Offensichtlich brauche ich es schon. Aber ich, nein. Ich denke nicht. Für einmal im Monat hier so ein bisschen Geld verteilen. Oder eins selber basteln vielleicht mal. Keine Ahnung. Also jetzt ist es aber auf jeden Fall so. Okay, jetzt ist es ein bisschen besser, ne? So. Dann nehmen wir jetzt 2,20er einfach hier für Weihnachten. So, und dann haben wir das schon mal. Friseur, auf jeden Fall 50 Euro rein. Das hatte ich ja gesagt, weil ich ja jetzt den Friseurtermin habe. Wenn ihr das Video seht, hatte ich den schon. Dann habe ich nämlich vereinbart den Termin am kommenden Dienstag, am, was ist das dann, der 4.6. Und dann ist das Geld nämlich dann hier auch leider schon wieder raus. Aber gut, dafür ist es ja da. So. Okay, dann gucken wir mal nochmal hier drauf. Genau, 40 Euro Weihnachten haben wir. Ich mache mal kurz so ein Häkchen hin. Friseur haben wir auch. Ja, und die anderen wollte ich ja nochmal gucken. Das hier geht ja immer automatisch von meinem Konto ab. Das ist also auch, zumindest ETF wird schon abgebucht. Die zwei, die gehen jetzt am Montag dann ab, weil wir hatten ja jetzt, der erste war ja ein Feiertag. Wir hatten so viele Feiertage. Nein, der erste war ja ein Samstag. Von daher ist da nichts passiert. Ja. Okay, jetzt haben wir schon mal minus 90. 380 Euro noch übrig. Dann gucken wir doch mal. Genau, Geschenke wollte ich gerne noch 50 Euro reintun. Warum 50? Weiß ich selber nicht. 40 habe ich rausgenommen. Ich könnte jetzt 40 Euro reintun, aber wir gucken erstmal weiter. Gesundheit. 45 Euro. Was habe ich denn dann da? Da sind jetzt 5. Ja, das mache ich aber. Ich konnte diesmal bei dem Automaten keine Wunschstückelung machen. Also ich hätte es schon gekonnt, aber der hätte mir dann nur 10er gegeben. Also der hatte nur 10er zur Auswahl. Und ich konnte keine Wunschstückelung machen und habe dann den Betrag einfach eingegeben. Ich war ja immer der Meinung, der Automat kann keine Fünfer ausspucken. Und kann das scheinbar doch, aber man kann die immer nie als Wunschstückelung mit angeben. Und die habe ich jetzt bekommen. Ja, war jetzt ein bisschen doof. Ich musste ein bisschen was wechseln jetzt in den anderen Kategorien, was jetzt nicht so schlimm ist, weil der hatte mir dann ausschließlich 50er rausgeschmissen und 21er. Glaube ich, so war das. Oder 2 Zehner irgendwie oder so. Oder 1 Zehner und 1 Fünfer. Naja. Weil eigentlich sind da 3 Automaten. Einer war kaputt. Der andere war auch irgendwie was mit. Und der, der funktioniert hat, hat dann wohl nicht mehr genug Noten drin gehabt oder so. Vermute ich mal. Deswegen konnte man sich da nichts aussuchen. So, und jetzt sind dann
wieder 100 Euro hier drin, 45 Euro rein. Und dann ist das auch wieder mit 100 Euro. Machen wir da auch mal ein Häkchen hin. Restaurant wollte ich 40 Euro reintun. Gucken wir mal, was da jetzt drin ist. Genau, 60. Jetzt habe ich hier noch einen 20er übrig. Ja, den kann ich aber eigentlich nehmen, ne? Dann machen wir das auch. Dann packen wir da auch die 40 Euro rein. Und dann habe ich da auch wieder 100 Euro. Das mag ich ja immer so. Okay. So, jetzt wird es interessant. Mache ich mal das Fragezeichen da weg. So, Haustiere muss ich mal gucken. Da sind jetzt noch 550 Euro drin. Wir müssten hier vielleicht auch noch mal ändern, ne? Weil, ja. Ich da ja die zusätzliche Einnahme von meinem Freund bekommen habe, der hat mir ja 150 Euro gegeben, weil die Nala ja jetzt ihren Tierarztbesuch hat und somit ist da ja jetzt ein bisschen mehr Geld drin. Ich glaube, mehr hatte sich auch so nicht verändert. Genau. Außer Geschenke, ne? Geschenke hat sich auch verändert. Da hatte ich ja dann die 40 Euro weniger. Richtig. Und da sind wir dann bei 160. Deswegen wollte ich da 50 reinpacken. So, ich glaube aber, ich mache jetzt 40 Euro bei Geschenke rein. Dann habe ich da wieder 200. Das geht sich hier auch komplett aus. Weil es kommen jetzt auch noch ein paar Geburtstage. Dann ist das wieder drin. Und wenn der Sommer vorbei ist, dann sind die Geburtstage auch erstmal, ja, irgendwie vorbei. So, Geschenke 40 Euro. Okay. So, hier wollte ich überall nichts reinpacken. Ja, ich hatte auch, wo ich das geplant habe, natürlich mit weniger Geld gerechnet. Das war jetzt ja mehr, 200 Euro oder ein bisschen mehr. 100, 200, 250. 255 Euro sind jetzt noch übrig. So, 100 Euro, habe ich gesagt, wollte ich in die Challenges packen. Da können wir jetzt auch nicht viel machen, weil ich jetzt nicht so viele kleine Scheine habe. Da gucken wir dann gleich mal. Ich tue das jetzt erstmal ein bisschen zur Seite, damit ich nicht durcheinander komme. Weil ihr wisst ja, wenn ihr aufgepasst habt bei meinen letzten Cash Stuffings, dass mir das ja öfter mal passiert, dass ich vergesse, dass ich es aufschreibe, dass ich Geld in den Umschlag legen möchte und es dann vergesse. Und das dann immer beim Schneiden dann hinterher merke und mich dann selber über mich amüsiere. Aber nun gut. So, ich weiß jetzt nicht, was mich der Tierarztbesuch mit der Nala kosten wird. Ich gehe mal so von 130 Euro oder so aus. Deswegen will ich da jetzt eigentlich erstmal noch nichts machen und nichts reinpacken. So, Ausflüge ist nicht nötig. Luxus ist jetzt erstmal Luxus. Ne? Technik auch nicht nötig. Wohnung habe ich irgendwie in letzter Zeit so einen Drang, da gut was anzusparen.
Weil, ja, ich weiß nicht. Ist halt irgendwie, wenn mal irgendwie was ist, was kaputt geht oder so, dann hätte ich das Geld da gerne. Vielleicht packe ich da auch einfach direkt 100 Euro rein. Weil es geht ja auch so ein bisschen, ja, ums Ansparen halt, ne? Ich mach das. Ich packe 100 Euro noch in die Wohnung rein. Das mache ich auch direkt. Das ist dann so eine Art, sage ich mal, Notgroschen für die Wohnung, kann man so sagen. Obwohl ja nicht komplett, ne? Also es kann ja auch gut mal sein, dass ich mir vielleicht auch einfach mal ein neues Möbelstück kaufen möchte oder so. Na, ich würde zum Beispiel auch super gerne eine Heißluftfritteuse haben. So eine Ninja-Heißluftfritteuse mit so zwei Fächern. Einfach auch, um den Ofen nicht mehr so zu benutzen, wenn ich ihn mal benutze. Und es geht halt auch wirklich schneller und ist halt auch effizienter und ich hätte da richtig Lust zu. Aber ich habe da so ein bisschen Probleme. Erstmal möchte ich das Geld dafür zusammensparen. Da würde ich jetzt zum Beispiel halt das Geld auch aus dem Wohnungsumschlag für nehmen können. Oder würde ich da auch rausnehmen. Das gehört für mich dann so zur Wohnung. Aber ich habe so ein bisschen Platzproblem, weil ich müsste mal gucken, ob ich sie dann irgendwie immer mal wieder wegstelle oder weil so dauerhaft stehen lassen, da habe ich so nicht den Platz für. Zumindest nicht so, wie es mir dann gefällt, weil ich mag es halt nicht gern vollgestellt, wie ihr vielleicht in meinem Video gesehen habt, wo ich mit euch zusammen ausmiste. Ja, ich habe es immer gern so ein bisschen clean und da gucke ich einfach mal. Mal schauen. Und ich würde auch warten, bis sie jetzt auch im Angebot ist, weil im Moment kostet die noch 200 Euro knapp oder 179 so irgendwie. Und da würde ich doch eher warten, bis die dann beim Angebot ist, schätze ich mal. Genau, so, dann haben wir jetzt 100 Euro für Wohnung. Hier kann ich auch schon mal ein Häkchen machen. Dann ist das so, 300 Euro sind im Notgroschen. Ja. Da ich jetzt hier noch so einen 5-Euro-Schein habe, würde ich den doch auch mit einfach in die Challenges packen. Dann machen wir hier 25 Euro draus. Weil ich habe ja da diese 5-Euro-Challenge. Und 50 Euro packe ich dann einfach hier bei den Haustieren noch rein. Weil das ist ja eh so ein ganz groß, also da will ich ja wirklich mal richtig viel Geld drin haben. Was ich dann aber auch aufs Tagesgeldkonto einzahlen würde. Und aktuell ist da aber einiges an Bewegung drin, weil ich nun mal eine kranke Katze habe. Und ja, deswegen ist das gar nicht mal schlecht, wenn hier einfach Geld reingeht, weil es geht halt auch wieder raus. Das ist halt so. Und ich weiß halt nicht, was noch so passiert. Wie viel, ne? Weil ganz ehrlich, wenn was Gravierendes ist, alle, die die Tiere haben, wissen, was ein Tierarzt kostet. Das ist eine ganze Menge. Und oder kann eine ganze Menge sein. Von daher ist das da ganz gut aufgehoben. Ja, dann haben wir soweit hier im Binder, in diesem Binder alles verteilt. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu den Challenges rüber. Und da hört man schon. Ganz ungewohnt bei mir, es klimpert im Binder. Ich habe hier einfach mal das ganze Kleingeld reingepackt, was ich ja aus meinem Portemonnaie rausgeholt habe. Da kümmern wir uns aber gleich drum. Wir verteilen jetzt erstmal hier die 105 Euro und die 1000 Euro Challenge wollte ich ja gerne voll machen, ne? Ich guck mal eben, ob ich hier irgendwo. Ja, da. Im Prinzip kann man es ja überall reinmachen und einfach abhaken. Ne? Habe ich hier zwei 25er oder mehrere? Oder ja, ich könnte hier eigentlich die ganzen 20er wegstreichen. Ne? Und dann packe ich da einfach direkt die 100 Euro rein. Und 5er haben wir hier auch. Ne? Ach komm, ich mache alles da rein. Machen wir hier die 5, 2, 4,
sechs, acht, zehn. Schon mal hier liegen hat, ne? 545 Euro. Das hätte man auch im Kopf rechnen können. Aber das ist echt so, wenn ich den hier liegen habe, dann strenge ich meinen Kopf überhaupt nicht an. Den muss ich so oft anstrengen, dann spare ich mir das für sowas hier. Es ist einfach so. Okay. Ja, ich habe jetzt schon über die Hälfte hier bei der 1000-Euro-Challenge fertig. Das ist cool. Also, ich habe ja erzählt, was ich hervorhabe, um meinen Kredit eher fertig zu bekommen oder schneller fertig zu bekommen, dass ich da eine entsprechende Sonderzahlung machen möchte. Und wenn es klappt, vielleicht auch so, dass ich direkt mehr 5 Monatsraten spare. Also sprich, 5 Monate eher fertig bin mit dem Kredit. Und das wollte ich ja dieses Jahr, Ende dieses Jahres machen und Ende nächsten Jahres. Und dafür, weil ich muss dafür das Geld ansparen. Und ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich das vielleicht gar nicht schaffen könnte. Aber wenn ich jetzt, ich vergesse irgendwie immer wieder, dass ich ja hier angespartes Geld drin habe, was ja nicht verplant ist für irgendwas, sondern was ich am Ende ja dann aufs Tagesgeldkonto einzahle, wo ich ja dann auch den Kredit eher mit oder hier die Sonderzahlung halt machen kann. Von daher sollte das wirklich schaffbar sein für mich, mein Ziel da zu erreichen, dass ich da dieses Jahr, also Ende dieses Jahres, 5 Monatsraten schon mal bezahle und Ende nächsten Jahres auch 5 Monatsraten, weil dieser Binder hier, der wächst ja auch stetig, ne? Ja, und jetzt gucken wir mal, wie weit der noch wachsen kann, weil Kleinvieh ja auch Mist macht. Und ich habe hier mein Portemonnaie leer gemacht und habe alles an Kleingeld, was sich da jetzt angesammelt hat über die letzten, ich glaube 2 Monate sogar oder so, mal rausgenommen. Und das zählen wir jetzt mal. Und dann packe ich das hier in diese Spardose und werde das dann hier auch abstreichen. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Euro. Tragen wir schon mal ein. Ach so, 2 Euro Stücke habe ich jetzt so viele hier, glaube ich, gar nicht drauf, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viel Sinn das macht, das hier mit so einer Challenge zu machen. Vielleicht auch einfach nur mit einem Tracker. Aber egal, das geht ja auch darum, dass man hier sieht, wann man die 30 Euro voll hat. So, 2, 4, 6, 8. Oh, mehr 2 Euro sehe ich nicht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Euro. So, und dann gucken wir uns mal das hier alles an noch. 2, 4, 6, 70, 80, 90, 1 Euro. Nochmal 1 Euro. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Cent. 22, 24, 26, 28, 30 Cent. 31 Cent. Das ist meine Waschmaschine. Ich zähle nochmal nach. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 20 Cent. 2, 4, 6, 8, 10, 30 Cent, 31 Cent. Dann haben wir 18,31 Euro. Ups.
So, gucken wir mal. 30 Cent, ja, so. 1 Cent gibt es jetzt hier nicht. Dann lassen wir das so. Was ist das? 0,10. Ich habe jetzt den Strich. Okay. Ja gut, dann haben wir 18,31 Euro an Kleingeld. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so viel ist. Aber ja, man sagt ja, ne, Kleinvieh macht auch Mist. Ich werde, wenn das hier voll ist, das hier oder das hier voll ist, da gucke ich mal, wie ich das mache. Vielleicht schreibe ich auch den Tracker zu Ende und achte gar nicht drauf, wenn das hier voll ist, werde ich das dann bei der Bank einzahlen. Ich kann 100 Münzen pro Monat kostenlos einzahlen. So war das. Also es kommt nicht auf den Betrag an, sondern auf die Anzahl der Münzen. Und 100 Münzen kann ich kostenlos einmal im Monat einzahlen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Das ist schon was her, wo ich das gemacht habe, das letzte Mal. Und so habe ich es aber in Erinnerung. So meine ich, war das. Ich hoffe, das stimmt auch noch. Kann sein, dass sie es vielleicht auch mittlerweile abgeschafft haben. Aber ich glaube, wo ich das letzte Mal gemacht habe, das ist so, ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr her oder so. Irgendwie so. Oder länger. Anderthalb Jahre, ich weiß nicht mehr. Aber ich werde es dann sehen. Irgendwie werde ich es dann schon los. Ansonsten nehme ich es halt einfach als Taschengeld, pack's mir ins Portemonnaie und anstatt da irgendwie 50 Euro dann rein zu stuffen, nehme ich dann einfach das Kleingeld, um irgendwas zu bezahlen. Das geht auch. Geld ist Geld, ne? Ja, super. Dann ist der neue Monat verteilt, sage ich mal. Ich bin froh, wie ich es verteilt habe, finde ich in Ordnung. Genau. Hier bin ich dann gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Und wie gesagt, ein paar Geburtstage sind auch noch. Friseur geht weg, das weiß ich jetzt schon. Der Termin steht ja. Und alles andere, ja, hoffen wir einfach mal, ne, dass auch gerade so der Notgroschen, dass der einfach so bleibt, wie er ist. Ne, weil Notgroschen, da geht man ja nur dran, wenn irgendwie Not am Mann ist. Und das ist nie schön. Von daher, genau. Ja, liebe Leute, dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin, liebe Leute. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.